Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ja, Steffen Tigges, nach dem 3:1-Sieg in Kaiserslautern, kann man vom größten Spiel der Karriere sprechen? Naja, ich bin noch relativ jung. Ne? Insgesamt würde ich sagen, bis jetzt kann man schon von sprechen. Ja, zwei Tore natürlich in so einem Stadion vor so einer Kulisse ist natürlich brutal geil. Und dann aber noch mit so einer Teamleistung, dass wir auch gewinnen, ist natürlich umso schöner. Freut mich für mich, aber auch vor allem für die Mannschaft. Und ich glaube, ja, vielleicht in meiner jungen Karriere bis jetzt das schönste Spiel für mich. Ja. Ich glaube, ich kann für jeden Einzelnen sprechen, dass es sich mega gut anfühlt. Also die Jungs da draußen, oder Jungs und Mädels, die da uns unterstützt haben, war mega geil. Gänsehaut und jetzt auch nach dem Spiel. Also so kann es gerne weitergehen und wir genießen das auf jeden Fall. Ich glaube, es war fast schon beeindruckend, glaube ich, was wir in der ersten Halbzeit abgerissen haben. Super Fußball gespielt, super Einzelaktionen gehabt, gutes 1 gegen 1 aufgelöst, gut verteidigt, gut gestochen nach vorne. Ich glaube, es war im Großen und Ganzen eigentlich eine perfekte erste Halbzeit, die wir da gespielt haben. Alles, was wir uns vorgenommen haben, ist komplett aufgegangen. Gehen mit dem 2-0 in die Halbzeit. Ich glaube, ja, besser geht's gar nicht auswärts hier auf dem Betzenberg. Und dann in der zweiten Halbzeit kommen wir auch ganz gut wieder raus, machen dann das 3-0. Dann drücken sie noch mal ein bisschen. Wir sind ein bisschen tiefer gegangen, machen das 3-1. Aber ich glaube, man hat gemerkt, dass da heute nichts mehr passiert. Ich glaube, wir waren so stabil, wir haben so gut nach vorne gespielt, noch in den letzten 5 Minuten noch einen guten Ball laufen lassen, ein paar Mal festgemacht, einen Freischuss rausgeholt. Im Großen und Ganzen, glaube ich, eine Riesenleistung von der Mannschaft. Wir machen natürlich zu zwei super Zeitpunkten die beiden Tore, haben dann natürlich in der ersten Halbzeit ein bisschen Ruhe, machen dann eigentlich perfekt auch das 3-0. Dann kriegen wir natürlich das 3-1, dann schwimmen wir vielleicht kurz ein bisschen, aber wir haben eigentlich Lautern nie so richtig aufkommen lassen und wir haben es super gemacht. Jeder hat sich für den anderen aufgerieben und hat auch in der Verteidigung alles reingeschmissen. Und von daher glaube ich, dass Lautern außer ein, zwei Distanzschüsse jetzt nie gefährlich Richtung Tor gekommen ist. Vielleicht mal ein, zwei Flanken, die durchgerutscht sind, aber ohne dass jetzt Kirby nochmal was Richtiges, Brenzliges halten musste in der zweiten Halbzeit. Und darum denke ich schon, dass wir insgesamt die bessere Mannschaft waren und dann auch verdient gewonnen haben. Unglücklich, sage ich mal, dass wir so ein Tor kassieren. Das darf uns eigentlich nicht passieren, aber ich denke mal, danach haben wir gut gegengehalten und hatten noch auch ein paar Chancen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich. Viele haben vorher schon ein bisschen hiervon geschwärmt, was hier los ist. Ich muss aber sagen, ich glaube, das war auch ein bisschen dem Spielstand geschuldet. Das war jetzt nicht so enorm. Es war schön, es war eine gute Stimmung, aber vor allem auch, glaube ich, was unsere Fans abgerissen haben, war super, wie viel mitgekommen sind, wie die ganze Spielstimmung gemacht hat, die Choreo vor dem Spiel. Ich glaube, vom Gefühl her kam da sogar ein bisschen mehr als von der anderen Seite. Ist mega hier auswärts. Natürlich ein schönes Stadion, ein tolles Stadion. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu spielen. 8 Spiele noch, 9 Punkte Vorsprung auf dem 3., 12 auf dem 4., 8 Spiele, 5 davon daheim. Was kann denn da noch schiefgehen? Ja. Was kann dann noch schief gehen? Ich denke, die Konkurrenz schläft auch nicht. Die wollen uns auch noch irgendwie einholen. Wir müssen unsere Sachen weiter erledigen, wir müssen unsere Punkte holen. Dann kann gar nichts mehr schief gehen, aber wir müssen erstmal unsere Spiele gewinnen und dann fangen wir nächsten Montag gegen Lotte wieder anzugreifen. Ich gehe immer von Spiel zu Spiel und wir haben heute gewonnen, das ist erstmal das Wichtigste. Jetzt denke ich mal regenerieren, dann auf Lotte vorbereiten und dann Feuerwerk wieder raushauen und wieder als Gewinner vom Platz gehen.